Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich mit euch sehr gerne in den West Wing Adventskalender hineinschauen. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Man konnte ihn für 189 Euro kaufen, 500 Euro Warenwert sollen drin enthalten sein. Ich drösel das mit den Preisen auch so ein bisschen mal auseinander, dass ich einfach mal schaue, inwiefern ich auch die Produkte im Onlineshop finden werde. Und ich bin gespannt, ob der den Höffner Adventskalender schlagen wird, wobei der Höffner Adventskalender schon günstiger ist. Ne? Ja, bei dem weiß ich nicht, ob der noch verfügbar ist. Ich wurde von super vielen von euch gefragt, ob ich den auspacken könnte. Ich sage, ja, super gerne, aber der muss halt erstmal bei mir eintreffen, Leute. Gott sei Dank ist er jetzt da. Ich war letztes Jahr so begeistert davon und jetzt will ich hineinschauen. Wir haben hier so einen wunderschönen Tannenbaum drauf, dann ist hier ein Reh, beziehungsweise das ist ein Rentier, weil das geht hier gleich noch so drumherum, das werden wir die ganze Zeit gleich auch sehen. Da ist der Weihnachtsmann mit dem Schlitten unterwegs und ja, reinschauen. Spaß haben, loslegen. Die Nummer 1 enthält ein technisches Gerät inklusive USB-C-Kabel, 8 Seasons Design, Shining Star XS mit Akku, Micro Series und wieder aufladbar. Sowas finde ich schön, wenn man das quasi halt Akku betrieben hat, weil sowas ist irgendwie einfacher, finde ich persönlich, als wenn du ständig mit irgendwelchen Kabeln rumhantieren müsstest. Ne? Und das ist ein schöner Stern. Fängt schon mal mit einem schönen weihnachtlichen Design an. Ich meine, das ist ein Adventskalender. West Wing ist ja auch so ein, die sind ja bekannt dafür, dass die halt Interior-Geschichten haben. Ich habe jetzt den Stern mal angemacht, das sieht man jetzt nicht unbedingt, aber hier ist halt auch tatsächlich dann dieses USB-Anschlussgedönsen, ne? Also ich finde den hübsch. Kann ich mir gut auf der Fensterbank vorstellen. Oh ja, das macht ja so viel Spaß, den immer zu drehen und zu wenden, vor allem, weil ich den hier gar nicht mal hochheben kann, weil der viel zu schwer ist für mich. Nummer 2, Gemschein steht hier drauf. Okay, die Marke kenne ich jetzt nicht. Ein Garantie-Echtheitszertifikat. Okay, bin ich gespannt. Oh, das mag ich. Das mag ich wirklich. Schön. Ja, das sind Ohrstecker. Zwei Stück. Oder Kreolen, ne? Kreolen, ja, Kreolen. Sehen so aus. Und sind halt hier mit Stecker, ne? Und, huch, jetzt habe ich sie rausgenommen. Ja, genau, so sieht das aus. Den finde ich schön, den Ohrring. Die Ohrringse. Auch mit dabei ist eine riesige Nummer 3. Und da habe ich hier etwas drin. Ein Kissenbezug, stehe ich drauf. Finde ich klasse. Finde ich großartig. Ne? Ja, wirklich, sowas feiere ich wirklich. Das ist jetzt kein Scheiß hier. Ich mag solche weihnachtlichen Kissenbezüge und ich muss manchmal aufpassen, dass ich die nicht aus Versehen dann doch irgendwie im Hochsommer drauf mache bei uns, weil ich die einfach so schön finde. Und das sind halt Mistelzweige. Cool. Hier haben wir die Nummer 4. Okay, Annemarie Börlind ist ja auch mit drin vertreten. Das stimmt, da war auch Beauty mit bei, ne? Hyaluron-Augenpads mit Sofort-Effekt, Hyaluronic iPads with Immediate Results. Bam! 6x2 Stück haben wir hier drin enthalten. Finde ich gut, mag ich gerne leiden. Ich meine, die hatten wir auch schon mal in irgendeiner Beautybox oder so. Und da fand ich die gut. Die waren, glaube ich, auch mit Filz besetzt, ne? Die Nummer 5 habe ich jetzt hier am Start, die farblich nicht ganz so nach Weihnachten aussieht. Aber da ist ein Weihnachtsmann abgebildet. 17, Semikolon 30, Hamburg. Tea Towel. Okay, das ist ein Küchentuch dann wahrscheinlich, ne? 50x70, 100% Baumwolle. Krass. Und da hast du auf jeden Fall den Weihnachtsmann drauf. Das, sowas feiere ich. Bin ich absolut Fan von. Kann ich mir echt gut vorstellen, dass das bei uns in reger Anwendung ist. Ganzjährig. Nachdem wir uns den Weihnachtsmann jetzt ja schon auf dem Küchentuch anschauen konnten, bin ich gespannt, was sie dann in die Nummer 6 reingepackt haben. Wobei ich glaube, West Wing, ist das nicht ein englischsprachiger Online-Shop eigentlich ursprünglich? Hätte ich jetzt gedacht. Das heißt, dass das dann auch wirklich eher Nikolaus-technisch angehaucht ist. Aber wir haben... Oh mein Gott. Ja, werde ich das an den Tannenbaum hängen? Ich weiß es noch nicht. Wir haben hier auch tatsächlich im Nikolaus den Nikolaus drin, aber frag nicht nach Sonnenschein. Oh mein Gott, das ist schon gruselig, ne? Also, läuft bei ihm. Er macht ein bisschen Yoga. Lass ihn machen.
So, die Nummer 7 haben wir jetzt hier aufgerollt. Das ist so ein Fensterbild, glaube ich dann, ne? Ho, 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 Sternchen mit dabei. Das passt auf jeden Fall. Kann ich mir gut vorstellen, dass ich das hier bei mir einfach in die Fenster reinmache. Dafür müsste ich die Fenster hier aber mal vorher putzen. Oder meinen Freund ganz lieb fragen. Weil der macht bei uns immer Fensterputzgeschichten. Kannst aber auch irgendwie einen Spiegel oder so dran machen, ne? Hui, die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Und hier haben wir so einen faltbaren Stern drin. Ich glaube, den hatten wir letztes Jahr auch drin. Den haben wir öfters mal irgendwo mit dabei. Da muss ich meinen Freund mal fragen, ob wir das verwenden möchten, weil das ist mit Batterien und wir haben normalerweise welche, die halt so über Strom gehen. Und dann kann man das besser mit der Zeitschaltuhr halt regeln, ne? Das ist ein bisschen schöner tatsächlich dann gemacht. Hübsch ist sowas auf jeden Fall, ne? Wobei, nee, da ist ein Timer drin. Na, dann ist das schon wieder cool. Die Nummer 9 ist ein bisschen verrutscht und wir gucken mal, worüber wir uns hier drin freuen dürfen. Oh ja, das sind Kerzen. Die kann man auch gut gebrauchen, ne? Das ist einmal so eine gräuliche und eine rote. Das sind so gedrehte Kerzen. Die kann man auf jeden Fall einfach in Kerzenständer reinmachen. Da haben wir auch den einen oder anderen da, ne? Finde ich praktisch. Gehört auf jeden Fall auch Richtung Weihnachten vollkommen zum Flair dazu. Für die Nummer 10 musste ich erstmal aufstehen, denn genauso wie die 8 befindet sich das oben auf dem Adventskalender drauf. Und hier haben wir, ich bin immer wieder begeistert, dass das überhaupt den Transport überlebt. Wir haben hier so eine richtig süße Schale drin, wo du halt so, ja, Leckereien reinmachen kannst. Und die ist halt weihnachtlich gestaltet von Villeroy und Boch. Mensch, da kannst du echt nichts zu sagen, ne? Sowas ist gar nicht mal so günstig. Das ist eine sehr hochwertige Marke und das finde ich ziemlich cool. Eine schöne Geschichte. Da freut man sich drüber. Doch, oder? Für die Nummer 11 hätte ich direkt stehen bleiben können, denn da haben wir etwas von Barbour drin enthalten. Spa Shaping Hand Cream und da sind 30 Milliliter drin enthalten. Das ist auch so eine Sache. Barbour haben wir öfters hier drin, ne? Aber auch Annemarie Berlin, also quasi diese hochwertigen Pflegemarken. Und das mag ein bisschen random rüberkommen, aber ich finde es ehrlich gesagt cool, weil du dich halt auch in der Weihnachtszeit so ein bisschen auf diese Self-Care-Routine ein bisschen mehr beziehen darfst, ne? Und wenn du halt die ganze Zeit irgendwie am Tannenbaum aufstellen und dekorieren und so weiter bist, kommt so eine Handcreme echt gut. Halbzeit, die Nummer 12 ist wieder hier schön eingepackt. Ja, hier haben wir ein bisschen hübsche Deko drin. Das sind so zwei Tannenbäume, ne, aus Holz. Ist auf jeden Fall eine schöne Geschichte. Die sind so gesmockt oder gesmoked. Gesmoked nennt man das, glaube ich, ne? Und zwei verschiedene Größen. Ja, mag ich gerne leiden. Schöne Deko. Die Nummer 13. So, was haben wir hier? Ach, das sind auch irgendwelche Lampignons, glaube ich, ne, die hier so eingepackt sind. Also aus Papier, das ist schon mal eine ganz schöne Geschichte. Dann, so war es. Das ist auch hübsch. Oh, das mag ich leiden. Es ist kitschig, es ist hübsch. Und hier haben wir dann alle beide, ne? Die kann man sich irgendwie schön ins Fenster hängen oder irgendwo anders halt hin dekorieren. Ich mag das. In der 14 haben wir die obligatorischen Servietten drin, aber ich lieb's einfach. Ich lieb's. Kann man nicht anders sagen. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, welche ich jetzt cooler finde. Die Dackel aus dem Adventskalender von Höffner oder den hier. Aber die feiere ich auf jeden Fall. Also da lache ich mich jedes Mal kaputt wahrscheinlich, wenn ich die dann decken würde. Ja, okay. 20 Stück sind hier drin. Das ist traumhaft. Und jo, ne? Auch wieder von dieser Bolze-Gruppe. Das ist einiges von hier mit drin. Ich finde die großartig. Es mag sein, dass ich ziemlich viele Tassen zu Hause habe und eigentlich genug Tassen habe, aber die finde ich schön. Die ist echt hübsch. Das ist mit so einem Nussknacker, ne? Das ist einmal die hier. Der Druck ist ein bisschen schief, finde ich. Also auf jeden Fall hier, ne? Die Bordüre finde ich so ein bisschen schräg gestaltet. Aber gut, auch das ist wieder von dieser Bolze-Gruppe und das ist so ein richtig schöner Becher. Mag ich. Riesengroß ist Kläppchen Nummer 16, aber schmal. Und da haben wir was richtig Süßes drin. Heatable Pocket Pill, Loving Red Heart, Heat Me Up in the Microwave and I Will Keep You Warm von Bitten, bittendesign.com. Richtig süß, ne? Und hier steht auch, wie du das dann entsprechend erwärmen sollst, also bei welcher Wattzahl, welche Länge. Ach, da hinten ist der Licht. Eben durch die Gegend geschmuselt und das finde ich wirklich, wirklich cool. Nicht in den Ofen packen und nicht irgendwie direkt auf Metall, klar. Ne? Das ist so ein Flauschi-Herz. Ach, das ist süß, ne? Richtig süß. Ich bin jetzt ehrlich gesagt nicht mehr so häufig draußen, aber vielleicht kommt das ja mit dem Weihnachtsmarkt oder so. Ach, wie geil. Und das ist so ein Kirschkernkissen. Das heißt, theoretisch könnte ich das ja sogar für mein Baby nehmen. Das ist natürlich auch cool, ne? Oh, genial.
Schaut euch dieses Herz an, es lächelt. Es ist ein freundliches Herz. Herzen sind eigentlich immer freundlich, aber es ist süß. Hier sehen wir den Adventskalender auch mal von der Seite. Und das ist der Schlitten, den ich angesprochen hatte, mit dem Weihnachtsmann drauf. Die Nummer 17 habe ich nämlich hier. Das ist der Tag vor Heiligabend. Ach Gott, der, was ist das denn, der Nummer 17? Eine Woche vor Heiligabend, so. Hä? Day Useful Everyday Storage Box. Ach, was söd. Ach, was söd. Eine kleine Aufbewahrungsbox in einem schönen Tannengrün. Hübsch. Es sieht aus wie so eine winzig kleine Gemüsekiste. Es ist irgendwie total süß. Habe ich jetzt mal zusammengefaltet, ne? Ich finde es cool. Ja, doch, kann man auf jeden Fall gebrauchen. Zum Beispiel, wenn man, ja natürlich jetzt, also bei uns in der Vorratskammer kann ich das sehr gut gebrauchen. Bei meinem Baby im Babyzimmer oder hier oder überall. Also so eine Box ist die, die kann man gut gebrauchen. Exakt auf der anderen Seite haben wir die Nummer 18, was die Weihnachtswoche eröffnet. Ui, da sitzt aber stramm drin, du, ne? Das macht auch Sinn, dass das so gut eingepackt ist, denn hier haben wir so ein dreiteiliges Vasenset mit dabei. Das ist hübsche Deko, ne? Kannst du zwar jeweils nur so ein, zwei Blümchen reinmachen, aber ja, hübsch. Hätte ich jetzt echt nicht erwartet, einfach mal so in der 18, ne? Und dass es auch heile bleibt. Das ist immer so mein, wo ich sage, wow, das ist krass, es bleibt heile. Das ist schon Wahnsinn. Ui, die Nummer 19 ist ganz schön schwer. Oh, ich glaube, das ist eine Duftkerze. Das riecht schon mal gut. Victorian Candle Ginger Joy. 210 Gramm mit Sojawachs. Irgendwie hält die nicht ganz zu. Ich weiß nicht, ob das so muss. Ich glaube schon, weil das sieht ja auch hübsch aus, ne? Also eine Kerze. Ich mag Kerzen. Oh. Oh. Oh, 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 oh. Nee, die ist auch hübsch, ne? Die riecht nicht nur gut, die ist auch noch hübsch. Ja, und jetzt muss sie nur noch gut brennen. Finde ich gut. Wir haben gerne Kerzen bei uns an. Hier habe ich immer eine Kerze an. Die sieht man gerade nicht so gut, ne? Da irgendwo. Da. Ja. Ne? Warum machen die Firmen das? Naja, um den Preis in die Höhe zu treiben. Auch hier ist mal wieder was von Avant drin enthalten. Und zwar ein Supreme Hyaluronic Acid Antioxidizing Duo Moisturizer. Das ist eine Tages- und Nachtcreme, 50 ml. Ja, sowas hast du halt einfach auch immer wieder so in Beautyboxen drin. Hat einen Wert von ungefähr 100 Tacken. Dadurch treibt sich hier der Wert in die Höhe. Yay! Ich muss einfach mal gucken, wie das auch in Relation zu den anderen Produkten preislich dann ja auch aussieht. Man muss ja auch irgendwie immer realistisch bleiben. Avant ist eine schöne Marke, die gerade auch einer Freundin von mir sehr gut gefällt, aber ich finde, sie ist ihr Geld einfach nicht wert. Also ein Viertel davon wäre vielleicht gerechtfertigt, aber alles andere finde ich einfach ein bisschen aus der Luft gegriffen. In der Nummer 21 haben wir eine Pinzette drin enthalten von Tweezerman. Das finde ich auch ganz schön. Das ist eine Mini Slant Tweezer und die ist in lila, in violett. Ja, auch eine Pinzette kann man gut gebrauchen, gerade wenn man dann so auch ein bisschen mehr mit Tannengewächsen zu tun hat, dann hast du öfters mal einen Splitter im Finger und dann kommt so eine Pinzette doch wie gerufen. Die zweite und letzte Schnapszahl, die Nummer 22, enthält einen Tee von P&T. Winter Variety, eine Auswahl edler Teekompositionen zum gemütlichen Genießen. Probierauswahl mit 5 Sorten. Das ist loser Tee und da sind ja so 5 verschiedene Sorten jetzt drin, dass man das einfach mal ausprobieren kann. Okay, und dann hast du hier, okay, losen Tee drin. Da musst du dann auf jeden Fall so ein Tee-Ei oder so halt auch haben oder ein Teesieb. Und das reicht dann jeweils für eine Portion oder für 400 Milliliter viel mehr, ne? Ja, ist schön. Passt auf jeden Fall, ist weihnachtlich, ist gemütlich, ne? Cool. Die Nummer 23 hat mal wieder gemacht, dass ich mich hinstellen durfte. Denn die ist von oben das letzte Kläppchen. Von Edzard oder Edzard, weiß ich nicht, haben wir einen Flaschenverschluss, einen Bottlestopper versilbert. Edel, edel. Okay, ja, schön. Das kommt wohl aus Bremen. Ja, und wenn du dann so eine Weinflasche offen hast, dann kannst du drauf machen, ne? Das hatten wir auch schon bei dem anderen, bei dem Höffner Adventskalender. Praktisch, definitiv. Ich habe den aber tatsächlich auch weiter verschenkt. Da hat der Beschenkte sich auch drüber gefreut. Ich verlinke euch hier mal ein Video. Da sind Dinge drin enthalten, die mich hier dran erinnern tatsächlich. Ja, ist halt ein Korken. Und da drauf halt ein versilberter Verschluss. Der ist auch sehr schwer, ne? Jo. So, was habt ihr denn jetzt hier Weihnachten drin? Heiligabend. Die 24 ist riesengroß.
Dr. Oetker Backkunst. Eine Gugelhupf-Twist-Form mit 22 cm Durchmesser. Mensch, das ist ja cool. Das ist ja wirklich, also sowas habe ich auch noch gar nicht gesehen. Auch wenn man irgendwo so war, ne, dass man irgendwo was gegessen hat, hat man noch nie so einen coolen Gugelhupf gesehen. Ich glaube, den behalte ich auch. Und dann kann ich Menschen überraschen mit einem wunderschönen Gugelhupf. Ist jetzt bestimmt nicht riesig, ne? Reicht dann irgendwie auch nur für, keine Ahnung, wenn ein Pärchen zu Besuch kommt oder so. Aber ich finde das total schön. Und geil ist natürlich, dass du hier so ein Riesenvieh drin hast, ne? Also, dass du halt wirklich so ein großes Produkt zu Weihnachten drin hast. Und hier ist es dann auch nochmal mit Puderzucker. Es sieht wirklich schön aus. Also das ist eine gute, verdiente Nummer 24. Und somit haben wir jetzt einmal den kompletten Adventskalender von West Wing geöffnet. Ich schaue auf meinen Tisch. So, also er fing teilweise so ein bisschen durcheinander und billomäßig an, wo ich gedacht habe, muss das jetzt wirklich sein, ne? Auch mit diesem, naja, wirklich gewöhnungsbedürftigen Nikolaus. Weihnachtsmann. Irgendwie cool. Welchen finde ich denn jetzt besser? Den West Wing oder den von Höffner? Also in Anbetracht der Tatsache, dass Höffner deutlich günstiger ist, würde ich eher zu dem Höffner tendieren und den auch empfehlen. Tatsächlich. Bin ich ehrlich. Aber wir haben hier halt auch richtig coole Produkte drin, ne? Also diese Gugelhupf-Form fand ich richtig gut. Kerze finde ich auch 1A. Die, ja gut, das ein oder andere Beauty-Produkt, da denke ich mir, komm, das mit der Wand muss jetzt echt mittlerweile nicht mehr sein, ne? Aber auch liebevoll mit diesem Taschenwärmer und so. Schreibt mir mal gerne unten in die Kommentare, wie ihr den Adventskalender fandet. Ich finde den cool. Ja, das war es jetzt auch hier von mir und dem West Wing Adventskalender für das Jahr 2022. Wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings. Hier unten mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich da echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!